Herzlich willkommen bei Ihrem Weinfeinschmecker. Mein Name ist Wolfgang Klombeck. Heute möchte ich Ihnen einen Wein vorstellen, wo die Flasche exzellent designt ist. Ein Jubiläumswein, Frauenkirche. Wer aus Sachsen kommt, für den ist es ein hundertprozentiger Begriff, die Frauenkirche in Dresden. Aber auch weltweit haben sich viele Sponsoren daran beteiligt. Große Gönner aus Amerika, England, Frankreich, Deutschland, die viel Geld gespendet haben, damit dieses Bauwerk wieder auferstehen konnte. Und aus diesem Anlass wurde an der Mosel, nicht in Dresden, sondern an der Mosel, dieser Wein kreiert. Es ist ein Weißburgunder aus dem Naheanbaugebiet. Weißburgunder ist ein halbtrockener Weißwein. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass er doch mehr ins Süße geht. Aber das werden wir gleich feststellen. Das heißt nicht wir, sondern ich. Und Sie hoffentlich, wenn Sie den Wein kaufen und trinken. Was für diesen Wein spricht, ist schon mal, sollte er dementsprechend, was ich denke, könnte ich schon gerne mal eine Flasche Wein mehr trinken. Er hat nur 10% Volumenalkohol. Dennoch ist dieser Wein bei guter Lagerung, also sprich so 8 bis 12 Grad, 3 bis 6 Jahre haltbar. In der Nase, Quitte, etwas Birne. Sehr fruchtig, aber auch in guter Balance zwischen Süße und Säure, muss man einfach sagen. Ich empfehle Ihnen diesen Wein bei 10 bis 12 Grad zu trinken. Er ist sehr gehaltvoll, trotz des geringen Alkoholgehaltes. Passt sehr gut zu einem mittelmäßig gereiften Käse oder leichte Küche mit hellem Fleisch. Ich hoffe, ich konnte Sie überzeugen, diesen Wein aus der Sonderedition Frauenkirche zu kaufen. In diesem Sinne, diesen leckeren Wein im Glas wünscht Ihnen Ihr Weinfeinschmecker Wolfgang Klombeck. Auf Wiedersehen.